Jo, servus Leute, was geht? Maxi ist hier und heute mit einem erneuten Live-Commentary in MW3. Und es ist meine erste Runde seit 2-3 Tagen, beziehungsweise meine erste richtige Runde wieder, wo ich wieder ein bisschen richtig spielen kann. Und ich komme schon wieder in eine angefangene Lobby rein. Es ist jetzt schon ohne Witz der dritte Versuch, nachdem ich das mache, und ich komme immer in fucking angefangene Lobbys rein. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass die Lobby noch nicht zu weit ist. Ansonsten muss ich nämlich gleich nochmal rausgehen und nochmal neu anfangen. Also nicht mit dem Commentary, sondern ich werde dann einfach nochmal gleich neu suchen, weil das geht mir einfach auf den Zeiger. Ja, ist schon zu weit. Gehen wir nochmal ganz kurz raus. Suchen gleich nochmal schnell neu. So. Ja, auf jeden Fall, mir tut gerade alles weh. Ich habe die linke Hand verstaucht. Das heißt, beim Zocken ist es ein bisschen hinderlich, weil alles weh tut. Und meine ganzen Knie und Ärmel und alles ist total aufgeschürft, weil bei uns war gestern und vorgestern so gutes Wetter. Und dann sind wir halt alle rausgegangen, Fußball spielen, Isar grillen. Isar war ziemlich rutschig dann auch noch, da hat es mir nämlich dann die Hand geprellt. Und die ganzen Schürfwunden habe ich von einem Sportrasen, also von so einem Kunststoffrasen mit Sand. Das geht mir richtig auf den Zeiger gerade. Um Zwirren geht es mir und jetzt tut mir auf jeden Fall alles weh. Da musste ich auch noch bis um, mit einem Sonnenstich, bis um 2 Uhr in der Früh aufbleiben, weil ich diverse betrunkene Leute, beziehungsweise meine Freunde, betrunkenen Freunde nach Hause fahren musste, weil ich ja sozial bin. Mit meinem besten Freund, die anderen waren alle so blau, die haben nichts mehr von der Welt gepeilt, also wirklich, die haben dann angefangen, Gitarre zu spielen für so kleinere Grüppchen. War eigentlich ja ganz lustig, aber ich konnte nicht so lachen, weil mir eben so der Kopf gebrummt hat, also es war wirklich nicht mal normal. Ich habe so eine halbe Migräne, habe ich so das Gefühl manchmal. So, stirb. Ja, und auf jeden Fall versuchen wir uns jetzt mal hier zu konzentrieren, aber trotzdem einen guten Score zu reißen. Alter! Wieso schluckt denn der so viel, die? Naja. Jo, und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video für ein CK gefallen hat, dieses Kommentiere ist. Also, ich habe mich da wirklich jetzt mal ungelogen, als ich das Video gesehen habe. Ich habe mich da den ganzen Tag hingesetzt und habe wirklich nur überlegt, wie kann ich das möglichst gut machen? Ja? Wie kann ich euch da möglichst viel Spaß bringen? Und diese UMP ist eine Scheißwaffe. Komm her. Ha. Oh, das haben wir auch gemacht. Naja, also, wenn ihr saufen geht, dann müsst ihr immer dafür sorgen, dass ihr nicht alle nach Hause kutschieren müsst. Weil wir mussten dann mit der U-Bahn fahren und dann musste ich alle noch nach Hause bringen, ja. Also die meisten, ne? Einer ist dann noch von allein nach Hause gegangen und die anderen auch, aber wir haben uns dann aufgeteilt. Dann habe ich habe meine, also eine Freundin von mir habe ich dann nach Hause gebracht und mein bester Freund hat dann unseren Freund nach Hause gebracht. Auf jeden Fall, das ist echt schlimm. Deswegen empfehle ich euch, macht das lieber nicht. Finger weg vom Alkohol. Das nervt nämlich. Und ich weiß gerade, wie ich gar nicht so viel, wie ich gerade so viel reden kann, aber trotzdem gerade einen Reaper hinkriegt. Das ist mir gerade unverständlich. Und ich habe gerade einen Hitmarker bekommen. Da war trotzdem einer. Okay, da ist einer mit Blind Eye. Nee, auf jeden Fall. Eigentlich war das Wochenende sogar trotzdem ganz lustig. Ich freue mich auch schon heute riesig auf das Deutschlandspiel, wenn wir Dänemark so in den Arsch ficken, ne, dass sie erstmal wieder einen neuen Schließmuskel brauchen, die blöden Pisser. Nee, Spaß, Dänemark ist ja eine schlechte Mannschaft, aber naja. Nee, sie sind keine schlechte Mannschaft. Aber wir werden die trotzdem besiegen, weil wir. Ich glaube, wir sind auch im Turnier, glaube ich, also ziemlich die Favoriten, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Hat auch, glaube ich, sogar der Trainer von Spanien gesagt. Ich glaube auch, dass wir gute Chancen wieder gegen Spanien haben. Und wenn ich sag's euch, wenn wir gegen Spanien im Finale verlieren, dann schreie ich aber rum, ey. Da mache ich ein Video, da schreie ich nur rum. 20 Minuten lang. Na, wo ich darf erst 15 Minuten hochladen, deswegen nur 15 Minuten lang. So, jetzt kommt die AH6. Und Nosco. Wo ist er? Oh, wieso ist der. Guckt euch den Lappen an, wieder mit Attentäter. Das ist schwarz. Ja, ist es bei euch auch mal auch so? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr habt einmal ein gutes Gameplay und dann, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, gerade euer AC gehabt habt, dann Predator auf mich natürlich. Dann geht wieder alles auf euch. Dann ist Predator auch sofort bei euch. Dann ist alles geht immer direkt auf euch. Das ist bei mir immer irgendwie so, habe ich so das Gefühl. Guckt euch das an. Ich sterbe jetzt die ganze Zeit. Ich hatte gerade irgendwie 19 zu, weiß ich nicht. 19 zu nicht so, 9, 19 zu, weiß ich nicht. Oh, was ein Lappen mit seiner MP7. Jo, aber ich bin immer schon Level 5 und Dropshot. Und da ist ein anderer UMP. Na, die hätte ich jetzt eigentlich aufheben wollen. Wurscht. Und ich versuche es mal nicht zu verlieren. Der kann nicht einmal doublen, ja. Bisschen konzentrieren.
Oh, schade, 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 schade. Jo, auf jeden Fall. Ich kann euch gerade jetzt nur keine Tipps geben, wie man am Anfang mit dieser Klasse spielt. UMP einfach reinronzen, einfach rushen und ein bisschen. Ich glaube, am Anfang versau ich mir immer wieder ein bisschen die KD. Aber KD ist ja halt nicht so wichtig. Die ist ja nebensächlich. Aber es ist klar, dass dieser Scheiß-Heli immer auf mich geht, dieser Kack-Heli, Mann. Jetzt komme ich auch mal einen Heli rausgeiern. Los. Mann. Ja, da kommt ein. Es ist aber dich. Oh, jetzt kommt auch noch ein Reaper. Es ist doch echt nicht mehr normal. Jetzt werden wir aber zerstört. Oh mein Gott, du du Pisser. Ich hasse zurzeit diese Leute mit ihren Scheißkisten. Ha! Hab noch einen Kill gemacht. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Kommentar. Der Endscore ist 26:13, darüber, dass ich relativ viel geredet habe, finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Kommentar und servus Leute, haut rein und drückt uns heute Abend die Daumen. Obwohl, ich werde eh nochmal kommen. Ich werde das Kommentar, glaube ich, nicht hochladen. Ich werde es erst danach hochladen. Genau so werde ich es machen. Also, ihr müsst uns schon die Daumen gedrückt haben. Also, dann servus Leute, haut rein.